Also es haben schon viele Menschen von Maikelen gehört. Ich würde mal davon ausgehen, dass es auch in Verbindung mit Apokalypse und ich weiß nicht, also weil da irgendwie dieses Datum 2012 so im Raum steht. Was hat es jetzt mit dem Maya-Kalender auf sich? Was ist das überhaupt für ein System? Der Maya-Kalender ist ein System, das beschreibt, wann welche Energien wo in der Welt wirken können. Das heißt, es ist ein raumzeitliches System, warum Dinge auf der Welt passieren und warum Dinge nicht passieren. Welche Energie gefördert werden, zu welchen Zeitpunkten und welche Energien gehemmt werden. Und es geht bei diesem System ganz besonders um unseren menschlichen Bewusstseinszustand. Also in welchem Bewusstseinszustand befinden wir uns gerade? Und der Maya-Kalender beschreibt eben die Entwicklung dieses Bewusstseinszustands des Universums von Anfang an. Das heißt, laut Maya-Kalender war der Beginn des Universums vor 16,4 Milliarden Jahren. Das ist das, was die moderne Wissenschaft als den Urknall bezeichnet. Die moderne Wissenschaft sagt ungefähr 15 Milliarden Jahre. Das Kalendersystem der Maya setzt diesen Zeitpunkt ganz genau mit 16,4 Milliarden Jahren fest, weil es um eine zeitliche Abfolge geht, in der Entwicklung stattfinden kann. Und die hat vor 16,4 Milliarden Jahren begonnen mit dem Urknall. Wie strukturiert sich das System der Maya? Also ist das durch Berechnungen zustande gekommen, durch Astrologie? Der Maya-Kalender ist anders als alle anderen Kalendersysteme der Welt kein astrologischer Kalender. Oder kein astronomischer Kalender. Es geht nicht darum, dass die Erde in einem gewissen Zeitraum um die Sonne kreist oder der Mond in einem gewissen Zeitraum um die Erde kreist und sich das immer wieder wiederholt, sondern der Maya-Kalender geht darüber hinaus, weil er Entwicklungen, Evolutionen sichtbar machen kann, die über das astronomische, zyklische hinausgehen. Das heißt, es geht um eine Entwicklung von Anbeginn der Welt bis zum mehr oder weniger zum Geburtstermin des Universums, vor dem wir gerade stehen, weil du gesagt hast 2012. Wir stehen vor dem Geburtserlebnis des Universums, das schon heuer stattfinden wird. Geburtserlebnis, was kann man sich darunter vorstellen? Es stehen meistens mit dem Jahr 2012 in Zusammenhang irgendwie Zerstörung, apokalyptische Vorstellungen. Ja, das hängt damit zusammen, dass der Maya-Kalender endet. Und der Maya-Kalender endet nach neuesten Erkenntnissen ganz genau am 28. Oktober 2011. Dadurch, dass ein Kalender endet, gibt es sehr viel Raum für Spekulationen, was das heißt, wenn ein Kalender endet. Weil unser gregorianischer Kalender endet nicht. Der ist nächstes Jahr 2012, im übernächsten Jahr 2013 und geht halt weiter, bis jedem wurscht ist. Ja? Das Interessante am Maya-Kalender ist, dass die Maya gesagt haben, dass zu diesem Zeitpunkt die Zeit enden wird. Also das Bewusstsein von linearer Zeit, von Vergangenheit und Zukunft wird sich wandeln in ein Bewusstsein einer unendlichen Gegenwart. Das heißt, die Welt geht nicht unter. Da gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, was den Maya-Kalender betrifft. Es geht einfach nur darum, dass der Kalender endet. Und das war die einzige Inschrift, die es gibt und die erhalten ist, ist die Inschrift Bolon Yoktekou. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird Bolon Yoktekou passieren. Bolon Yoktekou heißt auf Deutsch übersetzt, 9 Götter oder 9 Energien werden sich in aller Herrlichkeit auf der Erde manifestieren. Da muss man bedenken, dass neun Energien werden sich in aller Herrlichkeit auf der Erde manifestieren. Muss man bedenken, dass die Pyramiden der Maya alle in 9 Stufen aufgebaut sind. Das heißt, die Entwicklung der Welt bis zum heutigen Tag ist in 9 Stufen vor sich gegangen und wir haben jetzt, ganz genau am 9. März dieses Jahres, vor 2,5 Monaten oder vor 3 Monaten inzwischen schon, die 9. Stufe, das heißt die 9. Welle, die letzte Welle des Maya-Kalenders erreicht, die eben bis zum Oktober, ganz genau bis zum 28. Oktober dauern wird und mehr oder weniger die Entwicklung des Universums finalisiert. Und weil du gesagt hast, apokalyptische Vorstellungen, es beginnt ganz etwas Neues, es beginnt ein neues Bewusstsein, es beginnt, das ist das, was jetzt gerade gebildet wird, ist ein
Allbewusstsein, ein Einheitsbewusstsein, ein Bewusstsein, das frei ist von allen Filtern, ein Bewusstsein, das frei ist von allen Abstraktionen und von einer Trennung zwischen Gefühl und Verstand, von Mann und Frau, von Mensch und Natur. Alle diese Trennungen werden wir überwinden in diesem neuen Bewusstsein. Und dass die Geburt dieses neuen Bewusstseins und die Geburt dieser neuen Welt geht wahrscheinlich zwangsläufig durch ein Chaos des Herkömmlichen. Also wir werden im nächsten halben Jahr eine ziemlich chaotische Zeit erleben, wo das, was bisher vorgeherrscht hat, Herrschaft oben gegen unten, Mann gegen Frau, Mensch gegen Natur, das wird abtreten. Und das wird aber nur in einem ziemlichen chaotischen Prozess abtreten können. Das ist auch das, was der Maya-Kalender voraussagt, dass der Übergang, so schön er sein wird danach, der Übergang wird chaotisch sein. Jetzt rückt dieses Chaos oder dieser Bewusstseinssprung sozusagen eigentlich immer näher, wenn du jetzt gemeint hast, nach neuesten Erkenntnissen ist das auf Oktober 2011, läuft das irgendwie so hinaus, wo man vorher irgendwie Dezember 2012 angenommen hat. Warum gibt es da zwei Daten? Es gibt zwei Daten, weil es nicht klar ist, wie man den Maya-Kalender mit dem gregorianischen Kalender synchronisieren kann. Und nach neuesten Erkenntnissen geht es darum, dass der Long Count des Maya-Kalenders, also die lange Zählung, die 5000 Jahre gedauert hat, irgendwann begonnen hat und genau 20 mal 20 mal 20 mal 360 Tage später enden wird. Und es gibt genaue Berechnungen darüber, wann diese Zeit begonnen hat, wann laut Maya-Kalender der Fall aus dem Paradies war, wann Erkenntnis begonnen hat, wann Zivilisation begonnen hat, menschliche Zivilisation vor ungefähr 5000 Jahren, wann Zeit begonnen hat, lineare Zeit begonnen hat. Und dementsprechend, wenn man weiß, wann das begonnen hat, ergibt sich auch ein Enddatum, das dann eben mehr oder weniger zufällig der 28. Oktober 2011 ist. Weil du das auch in der Erzählung, also in der Präsentation gestern irgendwie so öfters gesagt hast, dass mit dem, wie sie überhaupt auf das System kommen. Also sozusagen, dass es nicht nur mathematische Berechnung ist, sondern dass sie da die Tage tatsächlich beobachten. Ja, das was die Maya gemacht haben, war über Jahrtausende hinweg, ja, fast zweieinhalb Jahrtausende, wenn nicht länger, jeden Tag zu beobachten. Was passiert an diesem Tag? Astronomisch, astrologisch, politisch, gesellschaftlich, wettermäßig, erntemäßig. Jeder Tag hat einen eigenen Tageshüter gehabt und jeder Tag ist akribisch genau beobachtet worden über Jahrtausende hinweg. Und aufgrund dieser Beobachtungen ist man dann nachher zu dem Schluss gekommen, dass es Zyklen gibt von 260 bzw. 360 Tagen. Das entspricht nicht unserem Kalenderjahr von 365,25 Tagen, sondern ist ganz genau ein Zyklus von 260 mal 24 Stunden, also 260 Tagen oder 360 Tagen. Und der Aufbau des Maya-Kalenders in diesen neun Stufen, bezieht sich auf den 360-Tage-Zyklus. Das heißt, aufgrund dieser jahrtausendelangen Beobachtung ist man draufgekommen, dass es so etwas wie eine Einheit der kosmischen linearen Zeit gibt. Und das sind eben diese 360 Tage beziehungsweise diese 260 Tage, in denen Zeit sich entwickelt. Und aufgrund dessen kommt man eben, wenn man das dann hochrechnet, auf das gesamtgroße Kalendersystem der Maya. Das Kalendersystem ist ja auch unterteilt in unterschiedliche Kalendarien. Auf was beziehen die sich? Also warum gibt es da unterschiedliche? Diese drei Kalender, glaube ich, hast du gesagt, das gibt den Tolkien und ja. Den Das Kalendersystem ist relativ kompliziert. Es gibt nicht einen Maya-Kalender, es gibt viele Maya-Kalender. Das heißt, es gibt für jeden alles. Es gibt einen spirituellen Kalender, es gibt einen Tageskalender, es gibt einen Jahreszeitenkalender, es gibt den Entwicklungskalender. Also es gibt für jeden Anlass einen verschiedenen Kalender. Das heißt, die Maya haben natürlich auch gewusst, dass die Erde in 365 Tagen um die Sonne kreist. Dementsprechend haben sie 360 plus 5 Tage genommen, diesen 360-Tages-Zyklus und 5 Ruhetage eingeleitet, um
sich mit dem Sonnenstand zu synchronisieren, um die Ernte wieder auf gleich zu bringen. Ja? Weil du brauchst ja, wenn du Landwirtschaft betreibst, musst du ja mit dem Sonnenzyklus gehen. Also es gibt verschiedene Kalender und das ist ein relativ kompliziertes System, welche Kalender und welche Abfolge von Zeit da gemessen wird. Das Interessante am Maya-Kalender ist, ist, dass er aufgrund dessen, dass er über das Astronomische hinausgeht, dass sich alles wieder wiederholt, wie bei uns Jänner, Februar, März, April bis Dezember, dass Entwicklung möglich ist. Dass es möglich ist, eine Evolution des Universums zu beschreiben. Warum ist der Zweite Weltkrieg gerade dann dort stattgefunden, wo er stattgefunden hat? Weil es einfach gewisse Energien gegeben hat, die das gefördert haben. Ja? Das heißt, die Maya haben nicht gesagt, der Zweite Weltkrieg wird stattfinden, sondern die Maya haben gesagt, das ist die fünfte Nacht der siebten Welle. Und die ist die Nacht der Zerstörung und die ist dem Herrn der Dunkelheit gewidmet. Ja? Also da wird eine zerstörerische Kraft herrschen. Und genau diese zerstörerischen Kräfte wiederholen sich auf anderen Ebenen wieder. Und dementsprechend kann man, wenn man genügend klug ist und wenn man genügend versteht, was da dahinter steht, auch Prognosen für die Zukunft machen. Was passiert danach oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist möglich. Wir wissen nur einen Bruchteil von dem, was die Maya uns hinterlassen haben, weil ganz viel davon vernichtet wurde. Und es ist ungefähr seit 30 Jahren möglich, drauf zu kommen, was das, was wir bis heute erhalten ist, was das bedeutet. Das zu entschlüsseln hat eben so lange gedauert, weil es eben sehr schwierig ist zu sagen, was heißt Bolognoktikou. Da steht Bolognoktikou, noch dazu gar nicht in Sprache, sondern in Bildern. Was heißt das? Und das hat ganz lange gedauert, um entschlüsselt zu werden. Und dementsprechend kurz ist das Wissen darüber und dementsprechend wissen wir erst seit 30 Jahren, was das alles bedeutet und seit knapp 30 Jahren wissen wir, was die Maya damit gemeint haben oder was sie damit hinterlassen haben. Natürlich ist es möglich, dass es noch mehr gibt, nur es geht darum, was hilft es uns, ja? Was bedeutet es für uns und das, was es für uns bedeutet, ist ganz klar zum Beispiel, dass wir uns jetzt gerade in der 9., das heißt in der letzten Welle des Maya-Kalenders befinden, in einer Zeit, die ganz hochfrequent ist, wo irrsinnig viel passiert in einer kurzen Zeit und wo ein Übergang zu einer neuen, zeitlosen Welt geschaffen wird. In einem Einheitsbewusstsein, in einem Allbewusstsein, in einem erleuchteten Bewusstsein von uns allen Menschen, von uns allen Lebewesen und das ist das, worum es im Maya-Kalender geht. Im Maya-Kalender geht es darum, dass du Entwicklungen beschreiben kannst. Ja? Dass du beschreiben kannst, wie entwickelt sich was und wohin. Und dementsprechend können wir auch Voraussagen über das nächste halbe Jahr machen, dass zum Beispiel das kapitalistische System meiner Ansicht nach spätestens im August in dieser Form zusammenbrechen wird. Und zwar nicht deswegen, weil die Maya gesagt haben, das kapitalistische System wird zusammenbrechen, sondern weil die fünfte Nacht der neunten Unterwelt gerichtet ist gegen alles das, was in der siebten Unterwelt, also in der siebten Welle geschehen ist. Und das war der Aufbau des materialistischen Systems seit 1755. Mhm. Genau, mich würde jetzt noch mehr interessieren, sozusagen von den aktuellen Geschehnissen, also politisch, keine Ahnung, Systembewusstsein und so weiter oder Krise oder keine Ahnung. Also wo siehst du aktuell quasi Bewegungen oder Beweise dafür, dass der Maya-Kalender stimmt? Überall. Also wenn du das Gesellschaftliche oder wenn du Nachrichten schaust, ja, wenn du im Internet schaust, wenn du auf Facebook gehst, was alles gepostet wird. Also es geht ja auch darum zu begreifen, welche Information, wer verbreitet welche Information. Das ist ja auch gesteuert und gewollt. Ja? Also gewisse Informationen werden von herkömmlichen Mainstream-Medien nicht transportiert, weil sie ihre eigenen Machtstrukturen untergraben würden, sage ich mal so. Ja? Also der Beginn einer europäischen Revolution oder der Beginn einer europäischen Revolte wird von europäischen Medien sehr wenig berichtet, während die Revolution von Ägypten relativ deutlich berichtet wurde, weil es uns nichts betrifft. Ja?
der ORF oder die ARD oder RTL oder wer auch immer oder der Standard oder die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung haben kein Problem, über die ägyptische Revolution zu berichten. Aber wenn es darum geht, dass plötzlich in München oder in Berlin oder in Paris oder in Madrid Unruhen beginnen, die uns selber auch betreffen könnten, dann ist die Frage, ob ich darüber berichten will. Ja? Aber das, was wir wissen von der Welt, ja, aufgrund von herkömmlichen und neuen Medien, im Web 2.0 zum Beispiel, wissen wir, dass seit dem 9. März unglaublich viel passiert ist. Am 11. März ist das Erdbeben von Sendai passiert, ne, mit der Katastrophe von Fukushima, wo es gleich am zweiten Tag oder gleich am ersten Tag, wie wir heute wissen, drei Kernschmelzen gegeben hat. Das zum Beispiel ist nie transportiert worden. TEPCO hat das nie gesagt. Ja? Aber heute, drei Monate später, wissen wir, die Kernschmelzen hat es schon am zweiten Tag gegeben. Sie haben es nur nicht veröffentlicht, weil sie nicht riskieren wollten, dass Tokio evakuiert wird. Ein Großraum von 35 Millionen Menschen. Das heißt, wenn du aufmerksam die Medien, sowohl die herkömmlichen Mainstream-Medien als auch die neuen Medien beobachtest, merkst du, dass in dieser neunten Welle, die im 9. März gestartet hat, unglaublich viel passiert. Deutschland, das vor einem halben Jahr noch die Atomlaufzeiten verlängert hat, steigt aus der Atomenergie aus. Also das ist ein Faktum, das noch vor einem halben Jahr undenkbar gewesen wäre. Ja? Die Schweiz steigt aus der Atomenergie aus, andere europäische Länder werden folgen. Die Unruhen in den arabischen Ländern, in, weiß ich nicht, 12 verschiedenen arabischen Ländern gibt es Unruhen und Revolten und Revolutionen. Mengen an Rettungsschirmen, findet sie Euro-Rettungsschirmen und ja. Und das, was uns in Europa betrifft, weil wir keine Diktaturen mehr haben, wir haben repräsentative Demokratien, was uns in Europa betrifft, ist, dass die bisherigen Formen von politischer und wirtschaftlicher Herrschaft, also von Politik und Kapital, in dieser Form, wie sie seit 250 Jahren, seit dem Manchester-Liberalismus, seit dem Beginn der Industrialisierung sich gebildet haben im Zuge der siebten Welle, abgelöst werden, ganz einfach abgelöst werden. Und diese Ablöse geht deswegen, weil manche der Herrschenden, so wie der Gaddafi, sich an die Herrschaft klammern, leider nur über Chaos und Konflikte vor sich. Die Frage ist auch, wodurch abgelöst? Quasi die Frage, was kommt danach? Das, was danach kommt, ist eine neue Welt. Eine herrschaftsfreie Welt, in der es keine Spaltung mehr gibt zwischen oben und unten. Eine Welt, die ohne Hierarchien auskommt. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Ist ein Staat so zu führen oder lösen sich dann auch die Staaten auf? Oder? Die bisherigen Herrschaftssysteme lösen sich auf. Sowas wie ein Nationalstaat hat sich ja schon innerhalb der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren aufgelöst, zum Beispiel. Das geht ja schleichend vor sich. Aber das, was passieren wird, ist, dass wir völlig autonome, kleine Einheiten bilden werden, in irgendeiner Form basisdemokratisch, wo es nicht mehr darum geht, dass wir Herrschaft delegieren an eine Regierung oder an ein Unternehmen oder an einen Konzern, sondern dass jeder sich selbst beherrscht. Ja? Also wir werden alle so in unserem Bewusstsein so weit sein, dass wir uns selber regieren. Wir brauchen niemanden mehr, der uns regiert. Wir regieren uns alle selbst. Und das, was es für uns in Mitteleuropa und Nordamerika bedeutet, ist am drastischsten zu sehen im wirtschaftlichen System. Also das wirtschaftliche System, so wie es jetzt herrscht, der Turbokapitalismus, der sogenannten Neoliberalen, nicht, mit riesigen Weltkonzernen, die mehr oder weniger die Politik beherrschen, aufgrund von kapitaler Macht, ja, aufgrund von der Macht des Geldes, das wird dem Ende zugehen, weil wir werden das Ende des Geldes in Kürze erleben.